Hallo, ich begrüße Sie hier zum 16. Video zu Excel 2013. Die Daten, die ich hier verwende, um Ihnen die Häufigkeitsfunktion nahezubringen, das sind wieder meine alten Daten aus der Ausgaben, aus meiner Buchhaltung aus dem Jahr 2004. In der Spalte F habe ich schon alle markiert, das sind 90 numerische Einträge. Und da ist jetzt von Interesse, wie viele liegen jetzt in bestimmten Größenklassen. Also Umsätze bis 50 Euro, die will ich dann hier hinschreiben, bis 100 hierhin, über 200, die kommen dann hierhin. Und dann habe ich im zweiten Schritt nochmal eine andere Klassenaufteilung gemacht. Da müsste die Gesamtanzahl müsste natürlich gleich sein, die ist aber anders verteilt. Das ist also jetzt mein Ziel. Ich zeige jetzt vielleicht nochmal als erstes, wenn ich das hier jetzt nach Größe aufsteigend sortiere, dann bekommen wir hier, wenn ich von bis 50 einschließlich markiere, dann bekommen wir da 55 Werte. Und wenn ich das absteigend sortiere, dann sehe ich, aha, zwei sind über 200 und die würde ich dann hier eintragen. So kann man manuell vorgehen. Jetzt kommt die Funktion. Ich mache das hier nochmal weg, der Entfernen-Taste, na, und suche jetzt bei den Funktionen die Häufigkeit. In der Gruppe Statistik den Buchstaben H eingebe, dann steht hier auch schon unter H-Mittel, da steht hier Häufigkeit. Klicke ich darauf. In dem Dialog sehe ich hier zwei Argumente müssen angegeben werden, die Daten und die Klassen. Daten ist Spalte F und die Klassen, das sind die hier, wo ich die festgelegt habe, einschließlich der leeren Zelle unten drunter, weil rechts davon wird dann der Wert reingeschrieben, der für die größer als die größte Zahl, die hier angegeben ist, größer als die größte Klasse ist, eingetragen werden soll. Wir sehen auch schon, dass hier was steht. Das Ganze ist also steht hier in geschweiften Klammern, weil es eine Matrixfunktion ist. Ich klicke auf OK und da steht das jetzt erstmal als Funktion Häufigkeit in der Zelle. K3 ist das und wir sehen, wo die Argumente herkommen. Blau eingerahmt und rot eingerahmt sind sie, aber es steht neben den rot eingerahmten nur neben der ersten Zelle etwas. Jetzt kommt ein Spezialgriff, so will ich das mal ruhig sagen. Ich drücke aber erstmal die Escape-Taste, weil ich muss jetzt die Zellen markieren, wo die Matrixformel wirken soll. Ich habe die markiert, klicke nochmal hier oben rein, dann bin ich beim Editieren. Und wenn, ich hätte auch die F2-Taste drücken können, so steht es in der Hilfeanleitung. Wenn ich jetzt die Tastenkombination drücke, Steuerung und Shift und drücke dann Enter, dann wird die Häufigkeit für diesen Bereich, den ich markiert habe, also für diese einspaltige Matrix, bereitgestellt. Wir sehen die 55, die ich zunächst manuell ermittelt hatte und die 2 für die über 200 großen Werte. Das gleiche will ich hier unten nochmal machen für andere Klassen. Es müsste ja bei der Gesamtzahl, müsste oben und unten das gleiche stehen. Die sind aber hier anders verteilt. Ich klicke in die Zelle, wo ich die Formel erstellen will, schreibe ein Gleichheitszeichen, ein H und ein E wird reichen. Da steht Häufigkeit, da klicke ich doppelt drauf. Und da sehe ich, Daten steht da und Klassen. Daten ist die Spalte F. Dann mache ich ein Semikolon. Und dann gebe ich die Klassen an, ist ja auch fett gedruckt. Und dann markiere ich diese hier bis unter 110, was die höchste Angabe ist, weil da sollen ja dann rechts daneben die Werte rein, die über dieser Angabe 110 liegen. Habe ich getan, drücke die Enter-Taste und dann steht da auch die 8, wie erwartet. Dann markiere ich wieder diesen Bereich, wo die einspaltige Häufigkeitsmatrix stehen soll. Klicke hier oben rein oder drücke F2. Und halte Shift und Steuerung gedrückt, während ich dann einmal auf Enter tippe. Und da sehen wir, die Häufigkeitsverteilung ist hier erschienen und
90 ist auch hier die Summe dieser Zahlen und das müsste natürlich auch hier oben der Fall sein und wir sehen, es stimmt auch. So viel zur Häufigkeit als Beispiel für die Matrixfunktionen. Was empfehlenswert ist, wenn Sie damit noch ein bisschen mehr sich beschäftigen möchten, klicken Sie mal hier oben auf das FX, dann steht das, was ich hier zuletzt eingetragen habe, an der Cursor-Position auch noch da. Mit Hilfe für diese Funktion kann man sich das dann anschauen und da ist dann also auch die entsprechenden, dort sind die entsprechenden Erklärungen zu finden und ein Fallbeispiel. Und ganz hier unten steht dann auch das, was ich eben sagte, wenn man aus dieser Formel die Matrixfunktion dann haben will für den darunter markierten Bereich, da ist es beschrieben. Mit Hilfe der Daten, die hier in der Hilfe stehen oder mit meinem Fallbeispiel können Sie das nachvollziehen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.